Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Airport CEO in der Beta 514. Wir sind mittlerweile doch schon relativ weit fortgeschritten hier im Tutorial. Ich werde wie immer unten in der Videobeschreibung das eine oder andere reinschreiben und euch verlinken, dass ihr direkt dorthin springen könnt, wo ihr hinspringen wollt. Nämlich zu dem Thema, was euch interessiert im Zweifel. Ansonsten schaut euch gerne die ganze Folge an. Wir sind dabei bei der Einrichtung von Notfalleinheiten. Das heißt, in der letzten Folge haben wir hier unsere Notfallzentrale gebaut und das Polizeiquartier, Hauptquartier, die Polizeistation, so könnte man es auch nennen. Ein paar Kleinigkeiten haben wir hier schon verbessert, indem wir hier so eine Wetterstation hingebaut haben. Wir haben die Stands überarbeitet und ja, das Wesentliche, was ich jetzt eigentlich noch machen wollte, war nämlich hier auch irgendwann mal vorwärts zu kommen und zu sagen, wir graden bestimmte Dinge ab, indem wir sie zu Asphalt umbauen. Und dafür brauchen wir natürlich unsere Bauarbeiter, die hier allesamt stehen und darauf warten, dass es losgehen kann. Festgestellt habe ich auch, dass das hier natürlich irgendwie die Zu- und Auffahrten per Bauarbeiter gebaut werden müssen. Das ist auch wieder ganz cool. Cooler kleiner Fun-Fact, wenn die Lande- und Startbahn quasi geschlossen ist, dann kommen hier die Dinger hin und werden unseren Flugzeugen anzeigen, dass die Bahn gerade gesperrt ist. Ja, jetzt war ich ein bisschen zu... Wow, der landet einfach auf einer gesperrten Bahn, das ist ja verrückt. Achso, nee, die ist noch nicht gesperrt. Sondern sie hat derzeit bloß keine Zufahrten. Und Gott sei Dank können die aneinander vorbeifahren. Das ist wirklich gut. Die Frage ist, was ist mit unseren Bauarbeitern? Ah ja, da kommt das Material. Hey, da kommen die ersten Gäste. Was ist mit dem Material und was ist mit unseren Bauarbeitern? Ah, es hat einen Bauarbeiter gebraucht, um das Ganze hier wieder ganz zu machen. Und ich habe mich getäuscht. Das hier sind einfach ganz normal die Hinweise für Achtung, Runway Ahead. Es war gar nicht die Sperrung, die jetzt aufgetaucht ist. Okay, nehmen wir so hin. In der letzten Folge habe ich probiert, noch dieses Vogelschlag-Verhütungssystem zu bauen und wusste nicht wie. Und dann habe ich einfach mal den Text gelesen, aus dem Fenster für Start-Landebahn-Verbesserung. Und das befindet sich genau hier. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen runterscrollen, sehen wir, dass das hier drin ist. Das heißt, wir stellen jetzt dieses Ding hier neben den Luftsack und von mir aus noch eins in der Mitte. Das wird auch gebaut. Ja, können auch noch ein zweites dann in die Mitte packen. Wir haben ja genug Geld, ne? 1,8 Millionen noch. Dann nehmen wir doch einfach noch eins, was wir dann hier vorne hinbauen und dann sind wir hoffentlich auf der sicheren Seite. Und wenn ich schon gesehen habe, dann wollen wir natürlich auch ein moderner Flughafen sein und diesbezüglich ist es natürlich auch angebracht, irgendwie so ein Puppy Light hier hinzustellen. So, und auch das wird gebaut. So, drücken wir auf den Knopf, dass es wieder ein bisschen schneller geht und ja, irgendwann dann demnächst werden wir hier diese Graspiste, die Zuwegung noch verbessern und eine richtige Piste daraus bauen. So, und jetzt haben wir alle Grundvoraussetzungen geschaffen, die wir schaffen sollten. Und schauen mal, wie es weitergeht. Nämlich, Patrouillen können sowohl Sicherheitspersonal in Terminals als auch Flughafenpolizeiautos zugewiesen werden. Erstelle eine Patrouillenroute für Sicherheitspersonal innerhalb eines Terminals mit einer Länge von 4 oder 4 Knoten. Füge einen Knoten durch Rechtsklick auf ein Terminalfeld hinzu. Entferne einen Knoten durch Linksklick.
Okay, wir haben das nicht im Terminal gemacht, sondern wir haben das tatsächlich hier außerhalb gemacht, weil ich eigentlich dachte, das sei. Für die Polizeiautos gewesen. Also machen wir Folgendes: Wir erstellen eine neue Sicherheitspatrouille für das Sicherheitspersonal und damit zeichnen wir eine Patrouille ein. Linksklick, neue Knotenpunkte hinzufügen. Ja, okay. Also, dann machen wir das doch so, dass die hier nicht rein und raus müssen. Und dann fangen wir einfach hier vorne an. So, da haben wir die erstellt. Und jetzt erstellen wir hier vorne noch eine Patrouille. Okay, das ist ganz witzig, dass man das jetzt hier auch ein bisschen schräg machen kann. So, erstelle einen Flughafenpolizeifahrer und mach die Patrouille mindestens 4 Knoten lang. Geht das über das gleiche Symbol? Nein. Da, Polizeiauto mindestens 4 Knoten lang. Okay, haben wir hier. Zack, dann fährt er hier lang. Wird hier wenden, kommt hier vorne zurück, wird hier wenden und dann wird er dort aufhören. Okay, auch das haben wir gemacht. Lösche eine Patrouillenroute durch Auswahl des X-Symbols und klicke auf ihre Knoten. Das machen wir sehr gerne. Dann nehmen wir doch einfach die hier. Und schon haben wir das geschafft, was wir machen sollten. Wow, das läuft super. Wenn du soweit bist, dann kannst du deinen kleinen Regionalflughafen vergrößern und bessere Verträge mit Fluggesellschaften erhalten. Wir müssen größere Flugzeugstandplätze bauen und sicherstellen, dass unsere Landebahn für die Jets bereit ist, die bald landen werden. Da alle kommerziellen Flüge den Jet A1-Treibstoff verwenden, sollten wir ein Jet A1-Treibstofflager bauen, wie wir es zuvor mit Avgas 100 Lima Lima gemacht haben. Okay, Bauarbeiter sind schon da. Jetzt müssen wir eine angrenzende Landparzelle freischalten, indem wir auf das Vorhängeschloss auf der Karte klicken. Das machen wir. Nehmen wir die hier. Ja, für 750.000. Okay, jetzt wird's teuer. Aber haben wir gemacht. Okay. Dann schließe das F&E-Projekt mittelgroßes Flugzeug ab. Mittelgroßes Flugzeug, wo bist du? Zwei Projekt starten. So, machen wir gleich mal drei draus. Baue eine mittelgroße Parkposition. Kaufe mindestens eine fahrbare Fluggasttreppe. Stelle eine, was ist das hier? Grasstandplatz zu Beton, das haben wir gemacht. Stelle eine Beschaffungsleiter ein. Einen Beschaffungsleiter. Baue einen Jet A1-Treibstoff. Kaufe einen Jet A1-Treibwagen. Tankwagen, die Versorgung mit Jet, bla bla bla. Kaufe einen Flugzeugschlepper. Tanke 5 kommerzielle Flüge auf. Okidoki. Also, wir haben ein bisschen was zu tun. Fangen wir an mit dem Treibstoff. Das machen wir, sobald wir das erforscht haben. Okay, was können wir noch machen? Wir können natürlich das Ganze jetzt ein bisschen erweitern, indem wir jetzt erstmal den Zaun weiterbauen. Sagen, okay, lieber Zaun, du wirst gebaut von hier nach mindestens dort. Hier geht die Geschichte weiter, das passt schon. Wobei ich jetzt eigentlich ein großer Freund davon wäre, wenn wir das hier ein bisschen weiterziehen.
bisschen in die Richtung, genau. So, müssen wir mal ranzoomen, weil das jetzt so klein geworden ist. Jo, das ist ein Tick zu weit. Ziehen wir es erstmal bis da. Dann brechen wir das hier ab. Suchen uns wieder unseren Zaun. Und dann machen wir einfach mal Folgendes. Wir ziehen den Spaß hier vorn lang. So, und da kommt unsere Kolonne von Arbeitern, die nur darauf gewartet hat, hier wieder handwerklich tätig werden zu dürfen. Das beschleunigen wir mal ein bisschen, weil es ja doch einige an Zäunen sind, die hier zu bauen sind. Dann werde ich auch gleich nochmal gucken, wie man denn jetzt hier die... Nee, nicht die kleine Landebahn, sondern die... Ach, guck mal, hier so schräge Zu- und Ausfahrten gibt es auch. Das ist natürlich schon mal wieder super. Ich möchte aber eigentlich erst einmal ein Asphaltrollfeld haben. Und auch das ist offensichtlich im laufenden Betrieb möglich, indem wir jetzt einfach ein neues bauen. Okay. Machen wir. So, eigentlich können wir auch eine neue Start- und Landebahn gebrauchen, ne, indem wir einfach eine größere hier irgendwo hinsetzen und dann schauen, dass wir... ja, weil sonst müssten ja jetzt unsere Jets, wenn sie irgendwann landen, und die landen ja irgendwie alle auf der 18 statt auf der 36, müssten die natürlich alle erstmal hier rumfahren, dann abbiegen... Und das ist natürlich müßig, ne? Das ist natürlich Asphalt, kleine Stadt. Ja, eine große haben wir noch nicht. Aber vielleicht kommt das gleich mit der Freischaltung. Gucken wir mal. Steht da was, was dann freigeschaltet wird? Nee, steht da leider nicht. Aber wir sehen, es dauert doch eine ganze Weile, bis das passiert. Und dementsprechend ist es wichtig... Erstens hier zu gucken, dass alle Flüge drin sind und zweitens rechtzeitig zu forschen. Okay, also wir haben hier hinten Sicherheit geschaffen. Ne, es fehlen noch zwei, drei. Ah, die Kuh ist drin. Verdammte Axt. Aber sobald hier zu ist, dürfte die Kuh ja auch verschwinden, ne? Neues Produkt ist angekommen. Ja, das war noch von vor langer Zeit. Okay, die Kuh ist weg. Das heißt, wir können jetzt hier... Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel abreißen. Das wegmachen. Das wegmachen. Und den kleinen Spaß hier vorne wegmachen. Dazu dürften wieder ein paar Arbeiter letztendlich dort vorne hinkommen. Das ist so ein bisschen wie so ein Ameisenschwarm, ne? Ist aber nicht schlimm. Was ist eigentlich mit den Typen hier? Sind die jetzt mal losgekommen von ihrem... Ne, die hängen immer noch da vorne. Ist auch geil, also... Okay, gucken wir nochmal, dass wir hier irgendwie... Wo hat man das? Unter Gäste, Personal, Infrastruktur vielleicht. Da. Fußweg... Bauen wir da einfach nochmal was hin. Verstehe auch nicht, warum das jetzt hier so ist, wie es ist. Weil wir eigentlich von den Zonen gesagt haben, bitte, bitte, bitte. Okay, also wir haben jetzt zumindest schon mal den Menschen geholfen, dass sie ein Stückchen weiterkommen.
Aber so richtig weitergekommen sind sie jetzt auch noch nicht, ne? Ich hoffe, das wird sich noch irgendwann lösen, das Problem. Nö, die hängen einfach da und vermutlich werden sie einfach sterben. Früher oder später in Hunger. Wir könnten überlegen, ob wir hier noch einen Snackautomaten daneben bauen. Dann wird es vielleicht besser und einfacher. Also ist nicht nachvollziehbar. Ja, Leute, wenn ihr wisst, woran es liegt, dann sagt mir gerne, was hier der Fehler ist. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber zumindest einsteigen klappt. Das ist doch schon mal etwas. Auch wenn sich hier mittlerweile keine Ahnung, wie viele Menschen gestapelt haben und warten, dass sie rauskommen. Dieses Objekt ist nicht einsatzfähig. Das ist doch schon mal nett. Sicherheitskontrolle nicht verbunden. Okay, wir probieren es noch einmal. Aber hier tut sich einfach nichts. Auch durch das Lösen tut sich hier nichts. Jetzt ziehe ich hier nochmal. Ja, kann ich nicht ändern. Ich weiß nicht, woran es liegt. Okay, geschlossen. Steht nicht mehr für Commercial zur Verfügung. Jetzt öffnen wir es mal wieder. Ja, Kinder, ich kann euch da jetzt nur noch einen Weg hinbauen, in der Hoffnung, dass ihr den nehmen werdet und dann da wegkommt. Und ansonsten warten wir ja noch darauf, dass das hier abgeschlossen wird, was noch nicht der Fall ist. Also, jetzt habt ihr sogar einen Weg. Boah, krass. Jetzt geht's endlich los. Das ist ja ein Traum. Ungefähr 200 Leute, die jetzt darauf gewartet haben, dass sie endlich mal hier rauskommen. Ja, sind alle ein bisschen müde. Ja, hängen auch schon seit 3 Tagen da rum, offensichtlich. Aber wie sagt man so schön, something is ever, ne? So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier wieder Flüge reinziehen können. Die wir ja gerade alle rausgeworfen haben. Siehst du, auf dem Stand hier ist da noch Platz. So, okay, haben wir drin. Die Maschine läuft. Wir haben weitere Flüge? Nö. Haben wir nicht. Aber ich habe gerade nur geschaut, weil es hier unten links geblinkt hat. Flugmonitor. Genau, das hat vorhin noch nicht funktioniert. Hier können wir auch noch mal reinschauen. Flugmonitor kann man so ein bisschen den Überblick behalten. Erstens, wie viele von den Menschen sind am Flughafen angekommen von den einzelnen Flügen? Wie viele haben bereits eingecheckt? Wie viele sind im Bereich der Sicherheitskontrolle?
wie viele sind ausgestiegen, wie viele sind eingestiegen und dann später mit Gepäck, Hunger, anderen Dingen. Aber wisst ihr was? Während wir warten, machen wir mal was Verrücktes. Und zwar bauen wir jetzt eine Toilette. Und diese Toilette... Boah, das wird dann hier so ein Räumchen. Gucken wir mal, wie groß es wird. Ne? Wir können ja jetzt mal wieder unser Planungstool benutzen. Und dann nehmen wir die Toilette. Und dann bin ich gespannt, ob es hier noch so kleine Kästchen dafür... Also muss innerhalb einer Toilette mal Tits werden. Okay, also müssen wir doch erst das Ding hier bauen. Jo. Okay, so. Jetzt, wir sind aber noch im Planungsmodus, ne? Das heißt, wir können da eine hinbauen. Da eine, da eine, da eine, da eine. Und da eine, das wird die... Die Damentoilette. Dann kommt hier ein Waschbecken hin. So, da kommt ein Waschbecken hin, dann kommt hier noch eins hin. So, sehr gut. Dann brauchen wir bitte noch einen Handtrockner. Jetzt muss ich mal gucken, das ist doch ein bisschen klein. Wo ist jetzt hier vorne und hinten? So ist richtig, ne? So ist richtig. Links und rechts ein Handtrockner. Jetzt brauchen wir noch eine Tür. Und Wände natürlich. Wände, Wände, Wände. Wo waren die Wände? Infrastruktur. Gab es hier Wände? Wände, Wände. Komm schon, Kinder. Wo waren denn die Wände? Die waren bestimmt hier. Wände. So, das heißt, da haben wir die Wände. Jetzt brauchen wir noch eine Tür. Eine kleine Tür aus Holz muss reichen. Haben wir gemacht. Und jetzt können wir eigentlich so ein bisschen zufrieden damit sein. Sage ich einfach mal. Und wir gehen zum Baumodus. Und hier ziehen wir jetzt einfach rüber und freuen uns, dass gebaut wird. Achso, ja. Wir können natürlich auch noch Böden auswählen. Darf nicht fehlen, die klassischen Fliesen. Und ab dafür. Und dann bin ich gespannt. Erlaubte Geschlechter, das ist nur für Damen. So, dann kriegen unsere Herren jetzt noch ein Örtchen, um sich zu erleichtern. Das können wir auch hier zwischenbauen. Dann bauen wir einfach die Tür um. Ist da gerade eine Kuh lang gelaufen? Ja. Ich dachte gerade, die war hier drin. War sie aber nicht. So. Dann gehen wir nochmal zur Toilette. Bauen hier noch so ein Ding hin. Brauchen die so viel? Ja, eigentlich nicht, ne? Können wir hier so. Das ist einer zu viel. Nein, möchte ich nicht. So, dann kommt hier eine Toilette hin. Dann kommen hier noch ein paar Waschbecken hin, weil auch Herren wollen sich die Hände waschen. Zumindest manche. So, okay. Das funktioniert ja ganz gut. Also hier Toiletten bauen ist ja in manchen von den Dingern gar nicht mal so einfach. Oder. Natürlich Quatsch, ist immer einfach, aber ja, man muss erstmal gucken, wie die verschiedenen Größen hier sind, sagen wir es mal so, ne? Und dass man dann was halbwegs Ordentliches auch hier hinstellt. So. Wir geben denen auch was, damit sie sich die Hände abtrocknen können.
hinten von mir aus stellen wir hier auch noch ein paar Mülleimer hin. So, wo war jetzt die Toilette? Hier unten. Hände abtrocknen. Das macht ihr am besten hier. Und hier. Gut, dann kriegt auch ihr noch einen schönen Boden da reingelegt. So, dann haben wir zumindest schon mal Toiletten geschaffen. Und das hier ist für das starke Geschlecht in Anführungszeichen. Toilette geöffnet. Da fehlt es nochmal ganz kurz. Oh, sind die alle froh, dass sie dürfen, ne? Ja, was mit Händewaschen? Ich habe das ganz genau gesehen. So, und während wir das gemacht haben, ist unser... Siehst du, jetzt dürfen die Damen auch aufs Klo. Ne, das waren die Herren. Ah, sorry, jetzt habe ich natürlich noch vergessen. Wo war das mit den Räumen? Toilette, Toilette, Toilette. Hier, das gehört auch noch mit dazu. Oh, shit. Okay, also, hier müssen wir das Ganze erweitern. Ja, okay, das ist jetzt blöd. Warum geht denn das nicht? Ja, okay, das ist jetzt schade, dass man das hier nicht so übers Eck bauen kann. Dann müssen wir hier doch noch einmal ran. Den Spaß abreißen. Dann reißen wir das auch ab. Bauen hier eine Tür rein, die hier vorne letztendlich reinkommt. Dann bauen wir hier, wenn das soweit ist, eine Mauer rein. Und dann hilft es leider alles nichts. Dann müssen wir das nochmal neu machen. So, Wand. Kommt dahin und kommt dahin. So, zurück zur Toilette. So, und da haben wir die Toilette. Wir haben die letzten beiden von den Dingern hier auch noch fertig gemacht. Dann wird der Raum geöffnet. Für die Herren der Schöpfung. Und alles wird gut. Okay, also, was wollten wir eigentlich machen? Das ist doch die entscheidende Frage. Und das war, wir wollten hier mittelgroße Flugzeuge bauen. Das haben wir hingekriegt. Jetzt gucken wir nochmal auf unsere Hilfe und schauen, mittelgroßes Flugzeugprojekt haben wir abgeschlossen. Bau anschließend eine mittelgroße Lande- und Startbahn. Das heißt, das müssen wir jetzt noch machen. Und das werden wir auch machen, indem wir hier auf die Struktur gehen und eine mittelgroße Start- und Landebahn auswählen. Und ich befürchte schon wieder Schlimmes. Oder auch nicht. Vielleicht befürchte ich auch Gutes. Dann machen wir das doch einfach so. Wir bauen die hier vorne hin. Ist ja jetzt erstmal egal. Ist ja nur für den Effekt, sage ich mal. Dann müssen wir aber trotzdem wieder zäunen. Das heißt, wir geben ein bisschen Geld aus und bauen
hier vorne einen Zaun hin. Jetzt gucken wir nochmal, wo der Zaun hier lang geht. Der geht da lang. Den ziehen wir bis hier vorne hin. Da hilft alles nichts. Dann ziehen wir den hier lang. Und stellen fest, dass wir ja, im Zweifel das Terminal nochmal erweitern müssten. Was aber zu einem späteren Zeitpunkt kommen wird. Gut. Dann nehmen wir den Teil hier oben wieder weg. Aber ein bisschen zu voreilig. Und sobald das hier alles fertig ist und unsere Ameisen wieder dran waren und hier Dinge gemacht haben, sieht das doch wieder klasse aus. Okay, wir wollen weiter irgendetwas bauen. Was brauchen wir denn noch? Treibstoff brauchen wir noch. Den müssen wir auch erforschen. Da weisen wir auch drei von den Typen zu. Ne? Projektgruppe 2 können wir noch nichts machen. Aber das geht ja relativ schnell offensichtlich. Und theoretisch könnten wir jetzt hier im Innenbereich auch nochmal Toiletten bauen, damit die Herrschaften alle in der Lage sind, das zu tun. Und wir haben die Möglichkeit, auch noch einmal auszuwählen, wer denn hier drauf darf. Reisende, also Passagier, beliebig oder Angestellte. Ne? Und was kann man hier noch auswählen? Nur für Führungskräfte? Okay. Das ist natürlich Quatsch. Zumindest erstmal. Ne? Als CEO haben wir doch eigentlich schon ein eigenes Töpfchen verdient. Okay, aber wir sehen, der Flughafen wächst. Und sobald der äußere Ring steht, die Sicherheit wieder gegeben ist, reißen wir den Spaß hier auch ab. Und dann können wir, ja, müssen wir vielleicht sogar ein bisschen drüber nachdenken, hier noch Platz zu lassen für eine Erweiterung des Terminals. Oder auch hier. Ja, wir wollen ja dann auch in die Fläche irgendwann mal gehen. Und was wir schon machen können, ist tatsächlich hier unter Zu- und Ausfahrten. Letztendlich schon mal ein bisschen was hinzustellen. Und wir haben ja gesehen, dass wir jetzt hier auch andere Zuwägungen noch haben. Das heißt, jetzt ist es uns möglich, auch zu sagen, okay, wir haben eine Maschine, die ist ein bisschen kürzer oder braucht nicht so lang. Wir möchten mehrere von den Ausfahrten haben. Das geht auf der anderen Seite auch. So. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, kann ich gar nicht sagen. Müsste ich nochmal anschauen. Nichtsdestotrotz haben wir das jetzt erstmal. So. Und dann bin ich sehr gespannt. Wir werden nämlich dann hier vorne einfach erstmal ein paar von diesen mittelgroßen Stands hinbauen. Und das sollte am besten an ein Terminal passieren. Okay, so viele bauen wir davon tatsächlich nicht hin, weil wir gar nicht so viel Geld haben. Das heißt, wir bauen einfach erstmal eins. Na, leider nur noch 400.000 und auf einmal geht das nämlich ganz schnell mit dem Geld ausgeben. Haben wir hier alles erledigt? Ja, ich würde sagen schon. Das heißt, dann können wir das hier abreißen. Müssen wir auch. No, 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 no. So, das wollten wir nicht abreißen. Müssen wir hier noch einmal ran. So, da hat es auch etwas nicht erwischt. Du kommst noch weg. Und du hier vorne kommst auch noch weg. Okay, dann haben wir das also geschafft und werden jetzt noch einmal gucken bei der beim Rollfundament.
Na komm schon. So, es ist natürlich ein bisschen übertrieben und auch viel zu viel, was ich jetzt hier gebaut habe. Aber es sieht schon mal ein bisschen mehr nach richtigem Flugplatz aus oder Flughafen. Und da haben die Jungs ein bisschen was zu tun. Jetzt werden wir hier noch die Rollwege einzeichnen. Wobei ich jetzt gerade mal am Überlegen bin. Wir haben hier eins, zwei, zwei dazwischen. Das heißt, wir müssten eigentlich noch ein bisschen breiter werden, ne? Zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind zu wenig. Das heißt, hier kommt noch einer dazu. Und dann können wir auch die Rollpfade einzeichnen. So sieht das nämlich dann aus. Okay, haben wir. Time's running, ne? So war das. Und jetzt werden wir hier noch einen Weg bauen. Und auch das noch mit einem dementsprechenden Rollpfad verbinden. Und sobald das fertig ist, sind wir dann soweit, dass wir sagen können, wir haben hier schon mal was. So, dann müssten wir jetzt hier unter Schalter letztendlich auch einen Boarding-Schalter mittelgroß bauen. Bauen wir einfach mal erstmal hier hin. Gut, und jetzt haben wir wie immer die Qual der Wahl, die Möglichkeit für unsere Passagiere noch das ein oder andere hinzuzufügen. Wenn ich es denn wiederfinden würde. Was ist das hier unter Deko gewesen? Da, Sitzplätze. Sieht auch aus wie ein Sitzplatz. Also. Manchmal ist das hier auch nicht ganz einfach. Ne? Okay, haben wir. So, wir haben einen Mangel an Sicherheitsbeamten. Auch da leuchtet etwas auf. Das ist in Ordnung. Jetzt wählen wir Sicherheitsbeamte. Ja, dann nehmen wir ihn hier und ihn hier. Bei Fahrzeugen gucken wir schon mal. Wir sollen nämlich kaufen. Müssen wir es neu erforschen? Ne, da. Treppenfahrzeug. Und ein Force-Pushback-Fahrzeug. Das haben wir auch gekauft. Dann kaufen wir noch ein Jet A1 Laster und erinnern uns, dass wir noch eine Tankstelle bauen müssen. Das wird wahrscheinlich hier unter Infrastruktur. Kleines Treibstofflager für. Genau, so. Haben wir drin. Wird auch gebaut. Tanklaster haben wir geholt. Jetzt müssen wir noch einen Vertrag abschließen, vermute ich mal. Oder haben wir das schon? Abgeschlossene Verträge. Was sagt uns Avifuel? Ja, die liefern auch Jet-Treibstoff. Das heißt, brauchen wir gar keinen Vertrag mehr. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Boarding-Schalter ist nicht verbunden. Das machen wir natürlich noch. Fluggastbetreuer.
Die stellen wir auch noch ein. Zwei Stück. Personal, Bewerber, Fluggast, Betreuer. Ja, siehst du hier. Dann nehmen wir doch ihn hier. Und sie. Ich glaube, es waren sie. Und dann sieht das doch eigentlich ganz gut aus. So, das wollen wir auch noch ein bisschen verbessern, indem wir ein System für Vogelschlag bauen. Ha, wir haben tatsächlich nicht mehr viel Geld, ne? Ja, und dann öffnen wir den Spaß einfach mal, indem wir sagen, mittelgroß, Aviation geöffnet. Und dann sind wir schon ganz froh, wenn dem denn so ist. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir denn hier auch irgendwo... Ne, haben wir nicht. Aber wir gucken mal auf die Häkchen. Stelle einen Beschaffungsleiter ein. Was ist ein Beschaffungsleiter? Ist das Führungspersonal? Vorstand. Einkaufsleiter. Das wird er wahrscheinlich sein. Personalverstand. Okay. So. Wir hätten gerne alle. Was ist das? Achso, jetzt muss ich mal gucken, wie heißt denn der Vogel hier überhaupt? Vorstand. Einkaufsleiter, unbesetzt. Ja, Jungs. Beschaffungsleiter. Was ist denn hier ein Administrator? Ne, warte, wo ist ein Bewerber? Hier ist ein Bewerber. COO, COO, CIO, CFO, Personalvorstand, Hausmeister, Hausmeister. Nö. Fluggastbetreuer, Ramp Agent, ja. Fluggast, Ramp Agent, Sicherheitsbeamter, Strategievorstand. Ja, ein Beschaffungsleiter konnte ich jetzt hier noch nicht finden. Achso, aber das können wir schon mal machen, indem wir unter Betrieb dürfte das sein. Die Betankung anbieten. Ja, das haben wir noch nicht. Das ist fertig. Jetzt weiß ich gar nicht, kostet das eigentlich was? Band. Gepäckabfertigung. Ja, ist alles schön und gut. Management. Das ist doch auch nett. Stockwerke braucht man nicht. Mittleres Treibstoffdepot braucht man auch noch nicht. Vorfeldparkposition. Nö, braucht man noch nicht. Aber unter Personal sollte doch hier eigentlich irgendwo ein Beschaffungsleiter sein. Warum können wir den nicht kaufen? Oder einstellen? Führungskräfte, da müsstest du eigentlich mit dabei sein, oder? Strategievorstand, Personal, Einkaufsleiter. Da haben wir es doch, Einkaufsleiter. Anstellen. Das kann doch so einfach sein. Na, aber wenn die alle anders heißen, dann muss man auch noch mitdenken. Das ist natürlich nicht so einfach. Gut, also gucken wir mal, ob wir jetzt auch noch hier irgendwo große Flüge kriegen. Oder mittelgroße. Bislang haben wir noch keine. Und von den kleinen will auch noch keiner. Was wir machen können, ist natürlich folgendes.
um das ein bisschen zu beschleunigen. Gehen wir mal zu Verträgen. Wirtschaft, Verträge, Kredite. Ja, bei Kredite sind wir auch gleich. Angebotene Verträge. Ach, du ahnst es nicht. So, auf Gesellschaften. Das ist gut. Hier, Zoom. Mittelgroß. Mittelgroß und groß. Ja, komm, nehmen wir. Unterzeichnen. Haben wir gemacht. Und jetzt gehen wir nochmal hier hin und gucken mal, was Zoom denn für uns hat. Noch gar nichts. Und der auch nicht. Gut, also hier vorne sieht man es nochmal. Angebotene Flüge, die man noch mit dazu holen kann. Haben wir derzeit keine. Gucken wir auf G. Boah. Kommen noch ein paar rein. Na, und wenn wir jetzt noch Geld hätten, dann könnten wir natürlich den Runway hier noch mit hier vorne verbinden. Wobei das natürlich nicht ausreichen würde mit der kleinen Start- und Landebahn hier. So, jetzt blinken wieder neue Flüge. Jetzt gucken wir mal. Ein Zoom-Flug. Steht denn da auch da? E-170. Okay, müssen wir für nächsten Tag nehmen. Na, was ist denn jetzt? Ach, da. Kann nur dahin. Dann nehmen wir das auch. Bestätigt. So, und du hast auch zwei Flüge für mich. Ja, zumindest haben wir jetzt schon mal einen Flug, nämlich den ZM512 aus Leipzig Halle Airport mit 15 Passagieren, die ankommen und 28, die abfliegen. Ja, jetzt gucken wir nochmal hier in den Sicherheitszonenbereich rein, ob das auch alles so ist, wie es sein soll. Aber das sieht danach aus. Ja, hier müssen wir noch nicht mal was machen, weil wir ja bereits hier so Zebrastreifen drin haben. So, und jetzt sind wir schon bei nur noch 1000 Euro Geldmittel, 1800. Und schauen mal, ah, guck, hier werden uns 5 Flüge angeboten. Drücken wir mal auf Pause, damit wir auch noch in der Lage sind, hier irgendwo Flüge anzunehmen. Gut, für Samstag haben wir noch eine Chance, das zu tun. Dann machen wir das auch. Komm, Samstag. Ah ja, okay, das ist jetzt ein eher größerer. Bestätigen. Von den kleinen haben wir noch Möglichkeit. Strada, okay. Gut. Zoom, da warten wir noch drauf, dass da noch mehr kommen. Aber wir sehen morgen früh um 5 Uhr noch was, kommt hier der erste Flug an. Ist natürlich schon ein bisschen bis dahin. Und ja, das sehen wir dann in der nächsten Folge, wie der erste mittelgroße Flieger hier bei uns landen wird in Düsseldorf am Airport, der nicht im Ansatz danach aussieht. Aber wir bauen ja da dran. Also lasst mir gerne eure Kommentare da. Wie immer gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Für Kritik und Anregung bin ich immer offen. Und ich freue mich drauf, wenn es euch gefällt und ihr auch den einen oder anderen Kommentar da lasst. Vielen Dank, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.